Noch einmal herzlich willkommen zu den vorbereitenden kleinen Videoschnipseln, die wir für die Systemintegration 3 Netzwerkmanagement benötigen. Und hier eine kleine Session zum Thema Kein Respekt vor der Technik, bitte. Sie werden in den Laboren insbesondere, aber auch in der Vorlesung mit Technologie konfrontiert, die Sie letztlich vollkommen alleine beherrschen sollen. Und in dieser Session möchte ich Ihnen eigentlich nur ein paar Informationen an die Hand geben, dass Sie die Angst verlieren, die Sie womöglich haben, wenn Sie sich mit einem völlig neuen Gerät verbinden sollen, das Sie nicht kennen, von dem Sie erstmal grundsätzlich sehr, sehr wenig Kenntnis haben, wie es denn funktioniert oder zumindest die Erfahrung fehlt. Erstmal vorab die Informationen an einer aktiven Netzwerkkomponenten und auch wenn sie hohe fünfstellige Summen kostet, können Sie nichts kaputt machen. Das ist die gute Nachricht. Sie können sich alles zerschießen in der Konfiguration. Sie können Konfigurationen und Firmware-Images löschen, dann ist das Gerät hinterher nicht mehr benutzbar. Das ist wohl wahr, aber es ist mit einem relativ geringen Zeitaufwand möglich, wieder auf den Ursprungszustand zurückzuspringen. Insofern keine Angst und bitte, das ist meine Bitte, die ich auch während der Veranstaltung sehr oft wiederholen werde, entdecken Sie an dieser Stelle Ihren Spieltrieb. Der erste Kontakt mit einer aktiven Netzwerkkomponente ist zwangsläufig der mit der seriellen Verbindung. Die Komponente steht vor Ihnen, jemand hat die konfiguriert oder eben auch nicht. Sie haben nicht den Hauch einer Ahnung, welche Adressen darauf konfiguriert sind, dass Sie jetzt irgendwie mit einem Webbrowser oder mit Telnet oder mit irgendetwas sich mit diesem Gerät verbinden könnten. Also was tun? Sie müssen nachschauen, welche Konfiguration ist auf dem Gerät aktiv oder gegebenenfalls die erste Konfiguration selber durchführen. Der erste Kontakt, also seriell, in der Regel so ein D-Sub-9-Stecker oder ein RJ45-Stecker an einem speziell gekennzeichneten COM-Port. Da benutzen Sie bitte ein beliebiges Terminalprogramm. Da gibt es beispielsweise den PuTTY, da gibt es TerraTerm, da gibt es viele, viele freie Programme. Bei Windows-Derivaten ist ganz oft dieser Hyper-Terminal mit dabei, der so etwas ermöglicht. Jede Komponente ist letztlich mit der Einstellung 9600 Baud, 8 Datenbit, keine Parität, ein Stopbit und keine Flusskontrolle erreichbar. Das sind diese magischen 9600 8N1K. Das kann man sich hier vorstellen, wenn Sie sich die Properties der COM-Einstellung mal von oben nach unten durchlesen, dann ist es eben genau 9600 8N1K. Ganz oft schon die Voreinstellungen bei solchen Programmen wie TerraTerm oder PuTTY, so dass Sie sich letztlich kaum noch Gedanken darum machen müssen, sondern einfach den seriellen Port mit der aktiven Komponente verbinden. Moderne Laptops haben keinen seriellen Port mehr. Da gibt es ganz schicke Adapter, die wir dann hier in der HSW auch für Sie vorhalten. Wozu benötigt nun ein Switch eigentlich eine IP-Adresse? Benötigt sie nicht. Ganz klar, ein Router braucht IP-Adressen, um zwischen verschiedenen Layer-3-Segmenten routen zu können. Ein Switch benötigt es nicht. Aber es ist doch furchtbar praktisch, wenn wir aus der Ferne per Telnet oder SSH oder sonstigen Programm auf das Gerät zugreifen können und eben nicht immer mit dem seriellen Kabel uns verbinden müssen. In den Technikräumen ist es in der Regel furchtbar laut und ungemütlich, also werden wir dazu streben, den Geräten IP-Adressen einfach aus Managementgründen zu verpassen, um dann bequem am Tisch auch mehrere Sitzungen zu mehreren Geräten haben zu können und vergleichen zu können und komplexe Konfigurationen durchführen zu können. Es ist also wirklich einem Switch oder einem Router eine IP-Adresse zu geben, erst einmal nur, damit Sie managementtechnisch dieses Gerät erreichen können. Eine serielle Verbindung hat halt eine Längenrestriktion. Da sitzen Sie praktisch immer vor dem Gerät. Was tun Sie, wenn keine Verbindung zustande kommt? Das heißt, Sie erreichen das Gerät nun per Telnet nicht, obwohl Sie eigentlich was konfiguriert haben. Checken Sie bitte zuallererst die eigenen IP-Einstellungen am Laptop. Ganz oft passiert es, dass Sie dem Gerät eine IP-Adresse vergeben in der Konfiguration und dann ganz euphorisch anfangen wollen zu konfigurieren über ein Netzwerkkabel und feststellen, Ihr Laptop hat die IP-Einstellungen gar nicht mitbekommen. Dort haben Sie gar keine Einstellungen vorgenommen und letztlich können Sie dann über den OSI Layer 3 das Gerät gar nicht erreichen. An dieser Stelle empfehle ich immer zunächst einmal einen Ping auf das Gerät. Wenn es Ihnen antwortet, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Dann kann man an der Stelle weiter troubleshooten. Dann wäre es noch möglich zu überprüfen, ist denn ein Telnet- oder SSH-Zugriff am Gerät überhaupt konfiguriert. Das kann man in der Konfiguration sehen, aber diesen Check führen Sie bitte erst aus, wenn Sie denn in der Lage sind, das Gerät anzupingen. Alternativ können Sie auf andere Protokolle umsteigen, wie beispielsweise SSH mit einem PuTTY. Wir werden das gleich einfach mal machen.
Der Look and Feel eines Command-Line-Interfaces ist natürlich von Hersteller zu Hersteller vollkommen verschieden, aber wenn Sie mehrere kennengelernt haben, werden Sie große Übereinstimmungen in gewissen Features feststellen. Das ist ähnlich wie eine Fremdsprache zu lernen. Die ersten zwei Fremdsprachen sind anstrengend, die dritte und vierte gehen dann relativ leicht. Irgendwo sind die Kisten doch sehr, sehr ähnlich. Und das Command-Line-Interface ist gemacht von Profis für Profis. Das bedeutet, Sie haben alle Funktionen verfügbar, die das Gerät irgendwie im Bauch hat, im Gegensatz zur Web-GUI, die in der Regel sehr, sehr eingeschränkt ist, wenn es sie dann überhaupt gibt. Also versuchen Sie bitte nicht, die vermeintliche Abkürzung zu wählen, am Gerät die Web-GUI anzuknipsen über die Konfigurationszeile und dann über den Webbrowser zu konfigurieren. Da passieren gewisse Dinge einfach anders. Die zwei wertvollsten Tools, wenn Sie auf einem Gerät konfigurieren, ist die Tab-Taste und das Fragezeichen. Tab-Taste vervollständigt jeglichen Befehl, den Sie eingeben. Also wenn Sie ein Show-Kommando eingeben, reicht es, SH zu tippen und dann die Tab-Taste zu berühren. Er vervollständigt Ihnen dieses Kommando. Und wenn er das nicht tut, dann wirft er Ihnen auch gleich einen Fehler raus und sagt Ihnen, warum er das nicht tut. Das verhindert ganz einfach Typografiefehler, dass Sie einfach eine kilometerlange Konfigurationszeile tippen und er frisst die nicht, weil Sie schon an der zweiten Stelle einen Buchstabendreher drin haben. Gewöhnen Sie sich bitte an, immer die Tab-Taste zu benutzen. An jeder Stelle eines jeden Herstellers in der Konfiguration ist ein Fragezeichen erlaubt und das Gerät gibt Ihnen sofort zurück, was an dieser Stelle im Kontext Ihrer Konfiguration gerade noch möglich ist, welche Optionen und Schalter Ihnen zur Verfügung stehen. Und zu guter Letzt die User- und Admin-Guides, die PDFs, das werden wir uns gleich angucken, sollten Sie immer mit offen haben und Steuerung F benutzen, die Suchfunktion. Wenn Sie wissen, was Sie konfigurieren wollen und das in Worte fassen können, ist es Ihnen ein leichtes, mit dem User-Guide sehr, sehr schnell das passende Kommando zu finden, wenn Sie nicht sowieso intuitiv über die Tab-Taste und das Fragezeichen sich an die richtige Stelle der Konfiguration hangeln. Das Ganze gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe gesagt, der erste Kontakt geht über eine serielle Schnittstelle. Das heißt, wir werden irgendein Terraterm oder etwas Ähnliches öffnen. Und das Gerät antwortet uns, indem wir einfach mal ein paar Mal höflich auf Enter drücken. Da ist es schon. Und werden auch an dieser Stelle erstmal das Ganze ein bisschen größer machen, dass man das vernünftig sehen kann. So, da ist das Gerät. Und jetzt an dieser Stelle habe ich gesagt, ich kann die Tab-Taste verwenden oder das Fragezeichen. Wenn ich das Gerät nun gar nicht kennen würde, fange ich natürlich mit dem Fragezeichen an. Und das Gerät gibt mir alle möglichen Konfigurationsoptionen raus. Ich sehe hier Boot, um das Gerät zu rebooten, Debug-Option, irgendwelches Zeug, was ich löschen kann, konfigurieren kann und so weiter und so weiter. Wenn ich an dieser Stelle mir das Ganze zu viel ist und ich weiß schon, ich möchte mir etwas angucken, dann tippe ich halt Show, also SH. Tab-Taste, da steht das Show, und gebe direkt dahinter das Fragezeichen ein. Was kann ich mir denn angucken? Und ich bekomme eben jetzt an dieser Stelle wieder Vorschläge. Show ARP, Show Bandbreite, Show Banner, Show CPU. Show CPU finde ich furchtbar spannend, das will ich jetzt machen. CP, Tab-Taste, Fragezeichen. Und jetzt bietet er mir noch an, irgendwelche Parameter oder auch das Carriage Return. Das mache ich, drücke also Enter und bekomme halt mit Show CPU angezeigt, wie dieses Gerät gerade auf der CPU-Last arbeitet. Also eigentlich sehr, sehr intuitiv. Sie können an jeder Stelle mit der Tab-Taste und Fragezeichen sich Kurzinformationen holen und mit dem PDF an der Seite ist das sowieso überhaupt kein Problem. Ich werde jetzt nochmal den User-Guide dazu öffnen. Das ist hier ein Gerät, wie man es im Prompt schon sieht, ein HP ProCurve Switch 2610-24. Das kann ein beliebiges anderes Gerät sein, ein Cisco, Extreme Networks, was auch immer. Ich öffne hier mal so einen User-Guide, den ich mir einfach aus dem Internet frei bei jedem Hersteller eigentlich runterladen kann. Sie brauchen also einen PDF-Viewer, das ist alles. Und Sie brauchen die Steuerung F-Taste. Wir sehen jetzt erstmal mit Schrecken, das sind 496 Seiten. Wir sind alle Anhänger des Maximal- oder Minimal-Prinzips. Das heißt, wir wollen die im Gotteswillen nicht lesen, sondern wir wollen, was haben wir eben gemacht, Show CPU, wollen wir selber rausfinden, was soll das, wie geht es. Und dafür benutze ich halt Steuerung F, das Suchfeld. Und sage jetzt Show CPU beispielsweise, was macht dieses Kommando? Und das PDF wird jetzt durchsucht und wird mir sicherlich gleich was Passendes dazu sagen. Schranz. Okay, schlechtes Beispiel. An dieser Stelle gucken wir uns mal an das Thema, was wir in einer anderen Videosession gleich haben oder schon Sie sich vielleicht schon angeschaut haben, das Thema ARP und das Thema Ethernet Switching, wie funktioniert das Ganze? Wenn Sie das schon gesehen haben, werden Sie sich erinnern, da gab es etwas mit den MAC-Adressen. Show MAC.
Das müsste es ja eigentlich irgendwo auf dem Switch geben, denn das Kommando habe ich ja abgesetzt. Und er durchsucht jetzt dieses PDF. Da haben wir was. Und was ist das hier für eine Überschrift? Monitoring und Analyzing Switch Operation. Da haben die irgendwo auf Seite B, Schräger 15, versteckt. Show MAC Address, dahinter kann ich noch Optionen mitgeben, einen Port mitgeben, eine spezielle MAC Adresse mir angucken. Okay, warum auch nicht? Also muss es das Kommando geben. Tab-Taste, Show MAC, Tab-Taste. An dieser Stelle bietet er mir zwei Optionen an, weil MAC noch nicht eindeutig ist. Also Show MAC Address. Und das PDF hat recht. Ich kann dahinter noch weitere Optionen setzen. Ich muss das aber nicht tun. Ich bekomme hier wieder das Carriage Return angeboten und er zeigt mir die MAC-Adressen an, in diesem Fall hinter Port 1 die angeschlossene Station. Also an dieser Stelle ganz, ganz wichtig, letztlich fühlen Sie den Weg, machen Sie es wie die Jedi-Ritter. Sie können mit der Tab-Taste und mit dem Fragezeichen sogar ohne PDF sehr, sehr weit kommen. Eine letzte Folie. Nahezu bei allen Herstellern haben Sie verschiedene Privilegien. Wenn Sie sich einloggen und das Gerät konfiguriert ist, dann sehen Sie diesen User-Modus. Im User-Modus, gekennzeichnet durch den Prompt, dürfen Sie sehr, sehr wenig. Da dürfen Sie Ihre Privilegien eskalieren, also in den Enable-Modus wechseln. Sie dürfen sich ausloggen, vielleicht dürfen Sie das ein oder andere Show-Kommando absetzen, das war es dann auch. Der Enable-Modus ist letztlich bei jedem Hersteller fast gekennzeichnet durch dieses Rautensymbol. Und wenn Sie konfigurieren möchten, müssen Sie nochmal in den Konfigurationsmodus wechseln. Das ist dann auch im Prompt wiederum gekennzeichnet. Das sehen wir hier mal live am Switch. Das ist bei jedem Hersteller gleich. Wir sehen also das Gerätenamen und dahinter die Raute. Sind also im Enable-Modus und dürfen schon eine ganze Menge. Ich möchte jetzt konfigurieren, also gehe ich in den Configure-Modus. So, es ändert sich das Prompt. Und wenn ich jetzt hier wieder mit dem Fragezeichen schaue, was darf ich denn konfigurieren? Naja, dann halt eine ganze Menge. Ich werde jetzt nochmal eines tun. Ich werde dem Gerät jetzt einfach eine IP-Adresse geben. Configure. Und da sage ich einfach, ich möchte bitte eine IP-Adresse 192.168.178.100 verpassen. Wahrscheinlich auch eine Maske. Halt, das weiß ich nicht. Ich benutze das Fragezeichen. Ja, stimmt. Er sagt mir, bitte noch eine Netzwerkmaske angeben. Das ist eine Geschichte, die mache ich doch sehr, sehr gerne. Enter. Und ich möchte mir vielleicht die Konfiguration angucken. Und da sehen wir, okay, das Gerät hat eine IP-Adresse, wäre jetzt vermutlich auch über Telnet schon erreichbar. Und ich kann es von der seriellen Konsole trennen und mich mit dem Gerät aus der Ferne verbinden. Also an dieser Stelle eigentlich alles sehr, sehr einfach. Man braucht ein bisschen Zeit, man braucht das passende PDF an der Seite. Aber bitte, bitte keine Angst vor diesen aktiven Komponenten. Danke sehr.